heute hier mit Christoph, der einer der Macher des Films Yem ist. Christoph, worum geht's eigentlich? Also Yem war unsere Bachelorarbeit an der FH, Fakultät Gestaltung, Schwerpunkt Film. Und wir sind einfach für den Film in die nördlichste Stadt der Welt geflogen, nach Hammerfest, das ist in Norwegen, und haben uns mit dem Thema Heimat beschäftigt, grob gesagt. Was bedeutet Heimat uns und was bedeutet Heimat den Menschen, die an so einem weit entfernten und sehr rauen Ort wie Hammerfest leben? Und wie kommt man eigentlich drauf, für eine Bachelorarbeit jetzt trotz des Themas nach Norwegen zu fliegen? Ist auch gar nicht mehr so einfach, sich da genau dran zu erinnern. Es war eigentlich so, dass es war klar, es gibt so einen ganz kleinen Filmbereich an der FH, an der Fakultät Gestaltung, und es ist immer nur so ein ganz kleiner Haufen, ein bisschen verrückter Leute, die Filmprojekte machen. Und ich habe den Film zusammen mit der Martina Kamrat gemacht, also das war eine doppelte Bachelorarbeit, und uns war immer klar, wir wollen natürlich einen Film machen. Wir wollen aber irgendwas machen, was uns herausfordert. Heimat? Was ist in Würzburg für dich Heimat? Was bedeutet Heimat für dich? Also da hat der Film echt schon ein paar Erkenntnisse gebracht. Es ist gar nicht so leicht. Ja. Weil so diese deutsche Einstellung von Heimat ist ja eigentlich sehr diese Verbundenheit mit dem Wohnort, wo man geboren ist. Das betrachten viele als Heimat. Und auch, es war auch sehr interessant, in Norwegen das zu betrachten, weil diesen Begriff Heimat gibt es eigentlich kaum in anderen Ländern. Also ich würde gar nicht sagen, man muss nur eine Heimat haben, sondern man kann so viele kleine Heimaten haben, wo man sich einfach wohlfühlt und vor allem Leute sind, mit denen man sich gut versteht. Oder Christoph, ihr habt den Film eigentlich ohne Budget gedreht und gemacht, aber jetzt läuft er schon an einigen Plätzen, auch im Ausland. Erzähl mal was. Wir haben den, nachdem er fertig war, eine Premiere hier in Würzburg gemacht, im Zentralkino, dann in Hammerfest gezeigt und dann einfach auf Filmfestivals geschickt, so um den Globus herum. Und da wurde er auch tatsächlich von einigen Festivals angenommen und dort gezeigt, zum Beispiel in Kroatien, in den USA ist er gelaufen und in Indien, was auch toll war. Ich war zwar persönlich nicht vor Ort, aber es war bestimmt toll. Und er ist auch in Berlin gelaufen, Anfang des Jahres beim Berlin Independent Film Festival, und da hat er auch einen Preis bekommen als bester Kurzdokumentarfilm, und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also wir haben den Film auch gesehen, er ist wirklich, wirklich sehenswert, er ist sehr gut, und man kann, wenn man das hört, sagen, von Würzburg in die Welt. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und schauen, wohin es der Film überall noch schafft.